von mir auch zur Befragung des Ex-BND-Chefs Herrn Urlau. Also ich fand schon bemerkenswert, dass der Präsident offenbar zu den Operationen des BNDs, insbesondere hier zu den Operationen, mit denen massenhaft Daten erfasst wurden, keine Kenntnis hat. Entweder hat er heute alle Erinnerung daran vergessen, oder aber es ist üblich, dass diese Information auf der Ebene der Abteilungsleiter in irgendeiner Form stecken bleibt. Man hat heute ja auch das Wort Abschottung gehört. Scheint eines der Prinzipien zu sein, das Geheime im Geheimen möglichst nicht zu teilen. In einem sehr kritischen Punkt, nämlich dem Vertrag Transit, mit dem bei der Deutschen Telekom Daten erfasst werden sollten durch den BND für die NSD, hat er die Verantwortung ganz klar in Richtung Bundeskanzleramt geschoben. Wir müssen natürlich diesen Punkt aufklären als Untersuchungsausschuss, wer auf diese Idee gekommen ist, diesen rechtswidrigen Abgriff in der Form über einen privatrechtlichen Vertrag zu organisieren. Und dann ein Punkt, der mir ganz wichtig ist und auf unser nächstes Beweisthema verweist. Im Zusammenhang mit dem geheimen Krieg, also dem Drohneneinsatz, ist ja immer wieder fraglich, ob Daten, die der BND an Partner in den USA liefert, geeignet sind, um Ziele zu erfassen, also Menschen hinzurichten. Und der Zeuge hat ausgesagt, dass Daten, die aus der Mobiltelefonie via Satellit, das ist das Turaya-System, stammen, durchaus zur Zielerfassung geeignet sind. Das ist für uns ein Anhaltspunkt dahingehend, dass bestimmte Antworten der Bundesregierung auf Fragen hier im Parlament zur Geeignetheit dieser Daten zur Zielerfassung möglicherweise nicht vollständig korrekt in der Vergangenheit beantwortet wurden. Drei Punkte zu der heutigen Vernehmung und wir gehen ja jetzt noch in die nicht öffentliche Sitzung. Danke.